Dieser König residiert. So, bla bla. Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play. Hitman Absolution. Und der König von Chinatown, oder so ähnlich heißt das Level. Mein Let's Play-Partner, der Ruhm, hat auch schon ein Let's Play von diesem Level hochgeladen. Indem er auf viele verschiedene Möglichkeiten probiert hat, irgendwie den König von Chinatown zu eliminieren. Und ich habe mich köstlich amüsiert. Ruhm, deswegen dieses Video für dich, wie du dich nicht getraut hast. Wie du dich nicht getraut hast, den Fugu-Fisch zum Beispiel zu klauen. Deswegen zeige ich mal, wie man den klauen kann. Also auf normaler Schwierigkeitsstufe kann man ihn einfach klauen. Ich spiele auf Purist, da muss man sich leider zu verkleiden. Weil hier steht ein Polizist, der würde das sonst als Diebstahl werten. So, wenn man das Level zum ersten Mal spielt und den König von Chinatown ein wenig beobachtet, dann fällt auf, dass er irgendwann anfängt loszulaufen. Und dann hier hinten was ist. Und das werden wir ausnutzen. Jetzt läuft er los. Und nachdem er gegessen hat, so habe ich ihn übrigens das erste Mal umgebracht, läuft er nach da hinten. Unter diese Palette, die man da oben abschießen kann, um da in die Ecke zu pinkeln. Ich würde sagen, die schöpfen ja keinen Verdacht, weil wir sind Koch. Wir müssen uns ein bisschen von den Köchen fernhalten. Und ein bisschen den König von Chinatown beobachten, wie er an unserem vergifteten Essen stirbt. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder. Ich hatte ja bei dir schon Bedenken, dass du Minuspunkte für das Level kriegst. Weil du ja so viele Polizisten töten musstest. Aber ich glaube, im Endeffekt hattest du dann doch noch. Ich hab's nicht mehr genau im Sinn, aber 10.000, 15.000 Punkte. Kann man das Video irgendwie abbrechen? Ja, man kann. Ja. 223.000 Punkte. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Weil in dieser Pagode in der Mitte wäre noch ein Beweis gewesen. Den hätte man noch mitnehmen können. Und lautloser Kill. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Jede Menge Punkte und jede Menge einfach. Das war für dich, Ruhm. Jetzt weißt du Bescheid, wie du an so Level rangehen musst. Bis zum nächsten Mal an alle anderen. Bye, bye.